Servus Leute, in der letzten Folge habe ich ja hier die Aurora explodieren sehen und meine einzige Kiste, die ich hier habe, ist voll. Und ich glaube, ich mache das ein bisschen anders. Ich glaube, ich nehme ein bisschen von dem Titan mit. Noch ein bisschen mehr. Mach da lieber das Kupfererz rein, weil Titan... liegt dir noch genug darum. Jetzt als nächstes brauche ich noch den Habitatbilder und für den brauche ich einen Computerchip und eine Batterie. Und ich kann einen Titanbarren machen. Und wo ist denn das Ding ins Kirchens? Das da. Mobile Vehikelbucht. Das brauche ich auch, weil die Seemotte-Fragmente habe ich jetzt. Ich brauche aber dieses Dingens hier, damit ich die Motte überhaupt bauen kann. So wie ich das jetzt irgendwie rausgekriegt habe. Und da ich das gerade gesehen habe, dass ich noch einen Titanbarren brauche, mache ich den jetzt einfach mal direkt. Und den stecke ich dann hier rein. Nimm noch einmal normales Titan mit. Ach komm, mach ich gleich zwei Stück. Ich brauche ja bestimmt mal wieder noch einen Titanbarren für irgendwas anderes noch. Noch. Wo ist er? Da ist er. So. Jetzt Silber. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinschwimmen muss, damit ich Silber finde. Und ich muss was essen. Ah, sehr gut. Da kommt ja auch schon was zu essen. Nein. Ich fange schon wieder an, den Scanner die ganze Zeit auszupacken. Hallo? So. Da sind noch mehr Boomerangse. Diese komischen Mini-Viecher, die so schnell sind. Sonst komme ich hier nicht weit. Nein, die ist nicht neu. Die habe ich schon mal gefunden. Und zwar in den letzten beiden Folgen. Habe ich die jedes Mal gefunden. Achso, ich sollte sie vielleicht noch essen. Da ist noch irgend so ein Einschluss. Und es ist wieder Titan. Yeah. Frage ist nur, breitet sich diese... Ui. Breitet sich diese Radioaktivität, breitet die sich aus? Oder bleibt die da nur um die Aurora rum? Wenn die sich ausbreitet, muss ich ja irgendwas machen können, damit ich mich dagegen schützen kann. Oder sie verringern kann oder was auch immer. Ich sollte vielleicht erstmal wirklich irgendwo rumsuchen. Irgendwo weiter weg. Kalkstein. Gibt es eigentlich noch was anderes als Kalkstein? Hallo? Luft? Ah, jetzt. So. Gucken wir hier. Da. Ih, was ist das? Na toll, es wird auch noch dunkel. Nein, Taschenlampe. Oh. Ich würde mal sagen, die Gegend hier sieht sehr sicher aus. Hä, wieso wird es jetzt wieder hell? Was ist denn nun kaputt? Nochmal Kupfer. Ich will irgendwie nicht darunter schwimmen. Da ist... Viecher.
Was ist das hier? Seemotte habe ich schon. Irgendwie will ich da nicht hinschwimmen, wenn da so fette Viecher sind, ohne diese Seemotte. Hopp, Luft. Und wieder runter. Ich muss ja sehen, wo ich hier rumgurk. Sag mal, bin ich hier überall von diesem komischen Seetang-Gedönse umgeben? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass in diesem Seetang diese komischen krokodilmäßigen Viecher da leben. Und diese anderen komischen, diese flache Kalkstein. Ich habe keinen Bock mehr, Kalkstein aufzubrechen, weil irgendwie habe ich da immer nur Titan und Kupfer drin. Da habe ich ja schon gesehen, die machen hier nichts. Hallo, gibt's hier auch irgendwie? Ja, ja. Ich gehe ja schon hoch. Ui. Ich sollte vielleicht ein bisschen früher hochgehen. So, da unten habe ich aber auch noch irgendwie ein Fragment gesehen. Hau ab. Was ist das? Toll, Seemotte. Kalksteinaufschluss. Hey, der bewegt sich gar nicht. Cool. Wow, den lässt sich auch schön schnell scannen. Auch wieder Kalkstein? Jo. Noch mehr Kalkstein. ...72% Energie noch. Schreck mich nicht so. Kleines Kika-Viech. So, was bist du? Kalkstein. Warning, 30 oh, oh. Seconds of oxygen remaining. Ja, ja, ich tauche schon auf. Schneller. So, ich muss ja das Zeug wieder aus der Hand legen. Ah, da ist wieder der riesengroße rote Mond. Taschenlampe. Was ist das? Achso, von dem Kika-Viech da. Kalkstein. Kalkstein. Was knickert hier so komisch? Schon wieder hell. Schon wieder. Ich komme hier nirgends raus. Hier ist ja überall dieses Zeugs um mich rum. Das ist ja voll doof. Überall Winderanke oder wie das Zeug heißt. Hier sind tausende von diesen komischen Krakenviechern drin.
Was? Oh oh. Kommt der hier hinten durch? Na klasse. Okay, ich bin weg. Boah, der kommt auch noch von dort, wo ich meinen Live-Pod hab. Dann schnapp ich mir jetzt noch ein bisschen Watter. Watter, Watter. Wasser meine ich, nicht Watter. Hey. Schnapp ich mir Wasser? Schnapp. Schnieschnur, Schnappi. So. Hey, die hat gar keine 30-Sekunden-Warnung fürs Luftholen gebracht. Oder habe ich die irgendwie verpasst? Ich sollte vielleicht noch so einen Fisch mitnehmen. Falsche Taste. Ich sollte so einen Fisch mitnehmen. Mach das Licht aus. Oh ne, da ist wieder der Explosionsdödel. Kracher, Fisch oder so. Muss irgendwie aufpassen. Ich hatte 57. Das Viech, was mich gerade angegriffen hat, zieht anscheinend 30 ab. Das wäre jetzt nicht so gut. Ich habe nämlich nur noch 27. Mann, ich brauche eine Base. Hier gibt es kaum noch Fische. Was? Erst voll langsam und dann auf einmal zah, hinter mir. Oder gegen mich geschwommen. Also, klappt doch. Also das mit dem Silber, das klappt irgendwie nicht so gut. Das könnte noch eine Weile dauern. Wie gesagt, als ich's... Ja, ja. Als ich's neu gespielt habe, oder das erste Mal gespielt habe, da hatte ich in meinem Startkit da in der Kiste irgendwie ein bisschen mehr drin. Da war dann ein Prozessor drin und ein Kabelsatz und... noch ein bisschen mehr anderes Zeug. Aha, soll Spices benutzen. Aber wenn ich das Zeug jetzt salze, dann muss ich noch mehr trinken. Plus 20. Hey! Was? Hey, du hast zu viel getrunken. Verlierst Blut. Hä? Na klasse. Das ist ja leicht dämlich. So, bin ich hier. In einer Höhle. Ah, da ist wieder so ein Kracherheini. Da sind sogar zwei davon. Juhu. Okay. Ist ja alles nur Kalkstein, so wie es aussieht. Was ist denn jetzt kaputt? Monster Lag. Okay, ich tauche nochmal auf. Ich brauche nämlich noch etwas Luft. Wuhu, ich habe wieder 28 Lebenspunkte. Scheint so, als ob das Essen was gebracht hätte. Oh. Na komm.
sterbe ich halt. Hallo? Ha! Das hat ja sogar geklappt, was da einer mal ins Forum geschrieben hat. Geh weg, du blöder Felsen. Puh. Die sehen mal gar nicht gefährlich aus. Viele schwimmen davon hier rum. Was? Verschwind! Boah! Kommt da so ein Piranha-Teil an? Also um an Silber ranzukommen, muss ich irgendwo dahin, wo diese Viecher sind. Aber bis ich davon wieder weggekommen bin, bin ich ja tot. Ich meine, der hat jetzt halt nicht so viel Damage gemacht, dieser komische Piranha-Dinger. Schon wieder Kupfer. Ich bin auch noch nicht so weit unten. Achso. Katzenrochen. Dingens. Irgendwie muss ich doch da runterkommen, ohne dass ich da ständig auf irgendwelche komischen Piranhas oder was weiß ich treffe. Ich könnte wetten, wenn ich das eine Silber hab, dann sterbe ich. Ist der schon kaputt da? Da sind mehrere drin. Okay. Lieber nicht. Ich tauche nochmal auf. 10 Kilometer weit. Und dann tauche ich wieder ab. Noch mehr Kupfer. Yippie. So, mal gucken, sehe ich da irgendwo so ein Piranha-Viech? In der Nähe gerade nicht. Sehr gut. Nein, kein Gold. Ich brauche Silber. Hä? War da nicht noch so ein Ding? Jetzt habe ich Sand umgegraben. Toll. Hallo, können hier nicht noch ein paar mehr von diesen Sandsteindingern sein? Yes! Gleich mal zwei Stück. Ich muss an die Oberfläche, weil ich habe nicht mehr viel Luft. Komm schon. Und dann muss ich direkt zu meinem Lifepod. Warum ist denn das jetzt auf einmal so weit weg? Vorher immer im Kreis geschwommen und jetzt auf einmal... Ich schaff's endlich geradeaus zu schwimmen. Cool. Ah, ich nehme mir noch... ein bisschen... den hier mit. Oh. Mist. Hm. Ich glaube, das könnte eine Weile dauern. Hallo? Der lässt mich nicht in Fang. Plötzlich war er weg, dann ist er wieder da. Nein, verschwind. Ist von mir aus die Fische, aber nicht mich. Kann man eigentlich mit den Kaninchenrochen-Dingern auch irgendwas machen? Die sind irgendwie ein bisschen größer. Es gäbe bestimmt ein bisschen mehr Nahrung als dieses ganze Kleingetier. Seemottenfragment. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Kann ich nicht. Oder so.
John. Eddie sagt es wieder nicht. Vorher jedes Mal 30 Sekunden Warnung. Und jetzt auf einmal sagt sie gar nichts mehr. Hallo? Geh unter das Wasser. Kerle. Schwimmt er da so komisch an der Oberfläche rum? Ich guck da Richtung Meeresboden. So. Moment. Erstmal hier reingucken. Nehme ich mal das ganze Titan raus. Silber, Gold. Ein bisschen Kupfer. Erstmal was zum Futtern. Damit sich meine Lebensenergie wieder auffüllt. Weil sonst wird das bald recht tödlich. Ich hoffe, das andere Zeug finde ich jetzt irgendwie leichter. Futter, Futter. Wasser, Wasser. Also geht doch, ohne Blut zu verlieren. So, Prozessor. Silbererz habe ich, Quarz habe ich in dem Dingenskirchens drinne, Tischkorallenprobe. Tischkoralle? Das da sieht doch nach einem Tischkoralle aus. Muss ich bestimmt wegschnibbeln oder so. Ja, Tischkoralle. Schnitz. Okay. Sieht ein bisschen aus wie die Teile, wo an den Bäumen wachsen im Wald. Nehmen gleich mal alles mit. Kann ja nie wissen, wie viele Prozessoren ich noch brauche. Und wieder zurück. Und ein Silber, ein Quarz. Einmal Prozessor bitte. So. Achso, eine Batterie brauche ich noch. Okay, nochmal ins Wasser. Kupfererz habe ich ja tonnenweise. War noch hier so ein Pilz. Batterie weiß ich auswendig. Zum Glück. Das sind ja nur zwei Zutaten. Aber wenn man 50 Sachen machen muss, um irgendwelche anderen Sachen bauen zu können, dann verlernt man das ein bisschen. Oder vergisst man es auf jeden Fall. Yay! Habitatbilder. So, gut. Wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Es ist noch ein bisschen hell. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge kann ich mir endlich eine Basis bauen. Und dann habe ich wieder mehr Inventarplatz frei. Und hoffentlich bald auch dann eine Seemotte. Bis dann!